Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls. Beim letzten Mal, ja, haben wir uns ja ein bisschen im Finsterwurzgarten umgesehen, haben einen Mondlichtschmetterling besiegt und wollen uns jetzt mal weiter auf die Suche machen nach der weiteren Glocke der Erweckung. Die haben wir ja leider im Finsterwurzgarten nicht finden können. Und dafür schauen wir mal, ob wir vielleicht ein bisschen woanders noch hinkommen. Wir haben ja noch einige Schlüssel, die wir noch nicht benutzt haben. Und vielleicht finden wir sogar den ein oder anderen... Vielleicht finden wir sogar das ein oder andere Schloss auch zu dem Schlüssel. Sag mal, dir geht's aber auch zu gut, oder? Hat er gar nicht geblockt gehabt, okay. Dir geht's wohl zu gut, Kollege. Tschüss. 320 Schaden einfach mit dem Backstep. Nicht schlecht, Freunde, nicht schlecht. So, ich hoffe mal bloß, dass wir jetzt nicht invaded werden gerade wieder. Wie beim letzten Mal. Als wir hier waren. Also als wir hier auch menschlich waren. Aber gut, ich glaube halt, so viele Leute spielen gar nicht mehr Dark Souls, dass das so extrem passieren kann, wenn wir mal ehrlich sind. Aber man weiß ja nie. So, wir fahren erstmal zum Feuerbandschrein zurück und gucken mal, ob wir von da noch irgendwelche Wege haben, die wir vielleicht gehen können. Beziehungsweise wir gehen erstmal wieder... Ich will erstmal wieder in die Stadt der Untoten, hieß sie, glaube ich. In die Unterstadt der Untoten oder Stadt der Untoten. Da will ich auf jeden Fall erstmal wieder hin und dann sehen wir mal weiter. Hast du eigentlich noch was für mich? Oh, Miracles? Nee, danke. Come again. The effect? Hätte ja sein können, dass du irgendwas Interessantes für mich hast. So, ansonsten irgendwas? Ich glaube, wir haben auch noch keinen gefunden soweit. Hier schnarcht jemand. Interessant. Da oben sitzt dieser Vogel, mit dem können wir vielleicht auch irgendwann nochmal was machen. Keine Ahnung, wer hier schnarcht. Der Vogel wird es ja wohl nicht sein. Seltsam. Na gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal den gleichen Weg wieder, den wir damals beim ersten Mal gegangen sind. Denn ich würde ganz gerne wieder zu dem Leuchtfeuer zurück, das unter die Brücke führt. Leider gibt es jetzt... Wow. Das war flott. Leider gibt es jetzt blöderweise aber keinen wirklichen Weg da schneller hin, glaube ich. Oder ich habe ihn gerade nur nicht im Kopf. Das kann natürlich auch sein. Meine, ich will ja nicht behaupten, dass ich alles im Kopf hätte, ne? Aber ich glaube, der schnellste Weg ist wahrscheinlich echt, dass wir den gehen hier. Tschüss. So, du noch, Kollege. Aber unten noch eine Ratte jetzt gleich links, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Oh, die hat auch was gegen mich, hä? Ja, ein paar Gegner müssen wir jetzt leider nochmal besiegen, die wir schon kennen. Das ist halt so ein bisschen das Einzige, was an Dark Souls so ein bisschen, naja, vielleicht nicht ganz so schön ist, dass man manchmal einige Gebiete nochmal angucken muss, aber... Naja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, ich könnte, glaube ich auch, statt der Untoten, ja. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach die meisten Gegner wahrscheinlich umgehen, indem ich einfach weiterrenne. Ich glaube fast, das machen wir jetzt auch einfach mal. Also man kann theoretisch, man muss nicht immer alle Gegner töten, wenn die wiederkommen. Man kann, wenn man es halbwegs hinkriegt, das muss man, da muss man bloß ein bisschen aufpassen. Das kann natürlich gefährlich sein. Die Gegner haben, ja, zum Beispiel wegen sowas. Die Gegner haben eine gewisse Reichweite, wie sie einen verfolgen. Die geben irgendwann auf. Kann ich? Jawohl. Damit setze ich die doch auch alle zurück. Sehr schön. So, und was wir nämlich jetzt mal machen wollen, dafür lege ich mir mal ganz kurz das Goldharz drauf. Ich will es zumindest versuchen. Ich kann nicht versprechen, dass das jetzt was wird. Aber ihr erinnert euch doch noch an den Drachen, ne? Ich will jetzt so ein paar Kleinigkeiten noch abgehen, die wir hier noch nicht gemacht haben in der Stadt der Untoten. Und ich will mal gucken, ob ich das hinkriege. Es ist nicht ganz einfach, was ich jetzt vorhab. Das gebe ich zu. Aber ihr erinnert euch doch noch an den Drachen hier oben. Und bei Drachen gibt es einen ganz interessanten Fakt, sag ich mal. Wenn er jetzt mal Feuer spucken würde, wäre das sehr, sehr nice. Oh, das trifft mich hier auch. Das ist weniger nice. So, wir rennen mal ganz kurz hier rüber. So, hier sind wir erstmal ein bisschen safe. So, und dann warten wir ein bisschen. Ich packe schon mal das Zeug hier drauf. Ich hoffe, dass das hält. Das Ding ist nämlich, irgendwann hat er keinen Bock mehr auf uns. Also hat er keinen Bock mehr darauf zu warten, dass wir hier rauskommen. Und kommt runtergesprungen. Und ich will jetzt zu seinem Schwanz hier hinten. Sehr gut. Damit kriegen wir nämlich das gerade Drachenschwert. Sehr schön.
Denn das Tolle ist an Dark Souls, also ich finde das ehrlich gesagt ganz cool, denn das Tolle ist tatsächlich, lass mich hier raus. Das Tolle ist meiner Meinung nach an Dark Souls, dass jedes der Schwerter oder jeder Drache, er fliegt weg, das ist sehr gut, dass man jedem Drachen den Schwanz abhacken kann und dafür ein Schwert kriegt. Guck mal, da fliegt er. Können wir die Zeit mal kurz nutzen, hier ein bisschen zu looten? Weil hier gibt's noch eine andere coole Waffe. Das nicht? Das ist nicht, was ich wollte? Das ist auch nicht, was ich wollte? Hier gibt's noch eine andere coole Waffe, nämlich das Claymore. Das hätte ich auch ganz gerne. Und da gibt's auch noch ein Leuchtfeuer und da würde ich mich auch mal ganz gerne ransetzen kurz. Und dann können wir uns hier auch gleich noch ein bisschen weiter umsehen. Ah, sehr schön. Das hat sehr, sehr gut geklappt, muss ich mal sagen. Das hat mega gut funktioniert. Hätte ich gar nicht erwartet, dass das so gut funktioniert. Ich hätte schon gedacht, dass vielleicht wieder mal was kaputt geht. So, wir haben ein Claymore gefunden als erstes. Das ist an sich ein recht starkes Schwert. Denke ich. Ich denke, das ist sogar, müsste sogar stärker als das Bastardschwert sein. Sieht ähnlich aus. Ist aber, glaube ich, ein Ticken stärker, wenn es halt auf plus 5 aufgewertet ist, ne? Ich nehme hier mal wieder das andere Schwert. Wir können uns auch gleich mal angucken, was es sagt. So, erstmal das gerade Drachenschwert. Das ist halt recht geil. Das ist nämlich für den Anfang echt mächtig stark. Wie ihr seht, 200 physischer Schaden, braucht nur 16 Stärke und 10 Geschick. Das ist echt nicht schlecht. Deswegen will ich das vielleicht auch mal ein bisschen benutzen. Dieses Schwert gehört zu den raren Drachenwaffen. Es symbolisiert das Schicksal der großen Drachen und besteht aus dem Schweif eines zur Hülle gewordenen Drachen. Wird es mit beiden Händen geführt, entfaltet es seine große mystische Macht. Und das ist auch eine ganz coole Sache. Habe ich eigentlich noch? Jö. Das ist nämlich auch eine ganz coole Sache, denn mit dem Ding kann man so eine Art Schockwelle schießen. Die reicht aber jetzt auch nicht so weit. Das Problem ist, glaube ich, das bewirkt aber, dass das Ding relativ schnell kaputt geht. Deswegen repariere ich es mal direkt wieder. Ja, also man sollte aufpassen mit der Fähigkeit, die bewirkt, dass das relativ schnell kaputt geht. Aber ich will es mal so ein bisschen mitnehmen, wenn wir es jetzt schon mal haben. Haben wir nämlich jetzt auch mal eine Drachenwaffe. Und dann gucken wir uns hier mal noch so ein bisschen um, wenn wir schon mal hier sind. Eine so eine Drachenwaffe hat ja auch was, ne? Da sitzt noch so ein Hollow. Also ich will die jetzt nicht unbedingt alle töten, darum geht es mir nicht. Aber ich will gucken, ob hier ansonsten noch was rumliegt. Vielleicht in den Kisten. Solange wir noch die Midroll haben, ist alles gut. Ich glaube, auch die Midroll zu halten, ist gar nicht so schwer. Das Schwere ist halt eigentlich, die Fastroll zu halten. Das, was man eigentlich will, aber was gar nicht so einfach ist, wenn man so viele Waffen trägt wie ich. So, hier haben wir nämlich... Können wir hier... Achso, können wir das noch gar nicht? Hier haben wir nämlich im Prinzip... Ich bin gerade ein bisschen verwundert, dass wir das nicht können. Hier müsste man eigentlich, das ist eigentlich der Sonnenlichtaltar, mehr oder minder, oder ein Sonnenlichtaltar, wo im Prinzip die, ja, Krieger des Sonnenlichts, wie Solaire auch einer ist, ja, wo die ihren Eid vertiefen und ihren Eid, ja, wo die zum Beispiel, indem sie diese Sonnenlichtmedaillen, die sie bekommen, wenn sie jemandem helfen, wo sie die abgeben können, um so dem Eid tiefer zu erliegen. Und ich vermute mal ganz stark, da ja die Sonnenlichtkrieger einst dem ersten Sohn von Gwyn gefolgt sind, dass das ja wahrscheinlich mal eine Statue von Gwyns erstgeborenem Sohn war. Wovon man aber nicht mehr viel... womit man da nicht mehr viel anfangen kann. Es kann natürlich sein, dass ich da jetzt nicht beten kann, weil ich schon in einem Eid bin, ne? Das kann das Problem sein. Ich kann halt... Bei Menschen kann ich mein Eid auflösen. Aber ich glaube, das Problem ist, ich kann nicht an diesen Statuen mein Eid auflösen. Wir müssen mal gucken, wir können vielleicht später mal den Eid, wenn wir den Eid aufgelöst haben, hier nochmal hinkommen und mal gucken. Das könnte nämlich das Problem sein. So, bei dir will ich jetzt einfach nur was testen. Yes, das hat gut geklappt. Ich wollte nämlich nur mal testen, ob ich das mit dem Parryen hinkriege, denn jetzt kommen wir, will ich einen Gegner versuchen, der eigentlich recht stark ist und der hier oben in dem Turm auf uns wartet. Und ich habe keine Ahnung, ob ich den besiegen kann. Er ist nämlich richtig fett. Da. Ja, ne? Gut ausgewichen. Erstmal ein Estes. Na geil. So viel zu meinem Estes. Ja, da war ich tot. Okay, ich habe es ja noch nicht mal geschafft anzugreifen. Ich wollte eigentlich versuchen, ihn zu parryen, muss ich sagen. Das hat nicht so ganz geklappt, wie man merkt. Ich bin ja kaum, ich bin nicht richtig in Kampf gekommen, das ist das Problem. Ich will da oben, oder ich muss da oben erstmal ein bisschen in den Kampf kommen, damit ich überhaupt eine Chance habe. Das war zu früh. Okay, das war ein Schildangriff. Yes.
Okay, das klappt halbwegs. Okay, ich sollte vielleicht... Also, Rennangriffe sollte ich vielleicht nicht parieren. Da bin ich nicht so gut scheinbar. So, dann gucken wir mal, ob wir den jetzt vielleicht nochmal erledigt kriegen. Das Bonfire da unten will ich ehrlich gesagt gar nicht groß entfachen. Das lohnt nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Aber den Typen würde ich eigentlich schon gerne besiegen. Aber ein Backstep muss doch möglich sein. Jawohl. Alter, machen wir Schaden. Nicht schlecht. So, das Zeug mal kurz mitnehmen. Wow. Ich gehe mal weiter runter. Und nehme erstmal ein Estes. So, ich muss bloß aufpassen. Ich habe eigentlich keinen Bock, hier auf der Treppe gegen den zu kämpfen. Weil dann kann ich nicht hinter ihn kommen. Da kommt er. Da kann ich nämlich überhaupt nicht hinter ihn kommen. Und darauf habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Deswegen gucke ich mal, ob der vielleicht hier runterkommt. Hier habe ich wenigstens ein bisschen Platz, gegen ihn zu kämpfen. Jawohl. So, und das Schöne wäre, wenn ich einen Backstep wieder hinkriegen würde. Nein, das war kein Backstep. Das wäre echt nice. Parryen muss ich gar nicht. Backstep reicht ja. Mist. Das war kein Backstep. Aber wir machen auch so ganz gut Schaden, muss ich sagen. Ist doch kein Backstep, Junge. Das wird knapp. Okay, kurz den. Kurz heilen. Aber wir können es schaffen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz so dumm anstelle. Okay. Er ist gestorben. Ist er runter? Er ist die Leiter runtergefallen. Und wir haben ein Schwert des Drachentöters gekriegt. Alter, dass die dieses Schwert droppen, ist eigentlich recht selten, muss man sagen. Sehr schön haben wir das gekriegt. Wir brauchen zwar 32 Stärke, das heißt, das können wir noch nicht benutzen, aber an sich ganz cool. Wobei, wir haben 18 Stärke. Na gut, selbst zweihändig bin ich nur bei 27 Stärke. Aber cool. Gut, dass wir das gekriegt haben. Das ist super selten, dass die ihre Waffen droppen. Dieses Großschwert der durch Lordran wandernden schwarzen Ritter kam gegen die Chaos-Dämonen zum Einsatz. Die weit ausholende Bewegung, die das ganze Körpergewicht in den Angriff wirft, ist der Größe der damaligen Feinde geschuldet. Sehr schön. Das hat doch schon mal gut geklappt. Haben wir den schon mal besiegt und falls ihr euch erinnert, da gab es noch einen zweiten von denen und den würde ich gerne auch angehen. Jetzt ist die Frage, sitzt der Drache wieder hier? Nee, aber ich glaube, der kommt ab und an zurück, ne? Deswegen muss ich mich mal ein bisschen beeilen. Bevor der nämlich wieder gleich Bock hat, hier zurückzukommen, gehe ich mal lieber wieder zu unserem anderen Bonfire. Ja, da oben ist er nämlich gerade wieder. Der kommt ab und an zurück. Ich weiß gar nicht, ob man ihn komplett töten kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob das überhaupt möglich ist. Es ist nicht nötig auf jeden Fall, aber ob es auch möglich ist, weiß ich leider gerade auch nicht. So. Und zwar, hier gab es irgendwo noch einen von den Gegnern, falls ihr euch erinnert. In der Stadt der Untoten. Und da werden wir uns dementsprechend jetzt mal ein bisschen umsehen, damit wir den vielleicht auch nochmal bekämpfen können. Also schadensmäßig machen wir durch das Schwert echt viel Schaden. Also schadensmäßig machen wir viel Schaden. Nee, ich meine... Wow, Alter. Bleib mal ruhig, Kollegen. Ich meine, wir machen schon so viel Schaden. Das heißt, ich muss nicht zwingend backstabben. Aber Backsteps machen es einfacher, wie man weiß. Vor allem, weil ich nur zwei brauche, dann sind die schon tot. Und tschüss. Yes. Beide erledigt. So, dann müssen wir ganz kurz hier unten lang. Warte mal, laufe ich gerade richtig? Doch, ich laufe gerade richtig. Ja, ja. Ja, ja. Au. Hör auf damit. Ich laufe schon richtig. Ja, ja, alles in Ordnung. War gerade nicht mehr 100% sicher. So, den Typen hier oben würde ich ganz gerne vorher erledigen. Bevor er mir zum Problem wird. Ich frage mich gerade, was ist denn eigentlich das blaue Zeichen? Das muss doch auch von dem Schwert kommen, oder? Was ist denn das? Keine Ahnung gerade, was... Erhöht das meine Verteidigung? Das Schwert, das wäre ja interessant. Und seit wann kommt ihr denn bis hier rüber gelaufen, ey, mit euren komischen Brandbomben? Alter. Seit wann kommt ihr denn so weit hier rüber gelaufen? Das ist doch sonst nicht der Fall. So, euch muss ich leider auch nochmal ausschalten. Also, was heißt leider? Ich habe da kein Problem mit, euch auszuschalten. Ihr kommt ja eh immer wieder. Tschüss. Wenn man die alle one-hittet, ist das gleich viel einfacher, ne? So, ich glaube, ganz ehrlich, den da oben nehme ich auch. Obwohl, den brauche ich, glaube ich, nicht. So, Kollege.
kriege ich dich auch noch hin, ist die Frage. Ich nehme sicherheitshalber einen Estus. Der hat, glaube ich, ein anderes Schwert. Der hat nicht so ein fettes Schwert wie der andere. Gefährlich ist er trotzdem. Weil er viel Ausdauer zieht. Das heißt, wir müssen echt ein bisschen aufpassen. Ich meine, ich kann probieren. Das war ein Partial Parry zumindest. Yes! Alter, macht das Schaden. Das war ein Partial Parry. Das heißt, es gilt nicht als kompletter Parry. Aber... aber ich habe zumindest ein bisschen quasi den Angriff abwehren können. So, ein weiterer grauer Brocken. Von denen haben wir jetzt auch schon zwei bekommen. Können wir uns ja auch nochmal angucken. Verstärkt Standardwaffen auf plus 14 und Kristallwaffen sowie Blitzwaffen auf plus 4. Seit diese Brocken in Lordran gefunden wurden, hat die Jagd auf die legendären Schollen begonnen. Oder sind sie eventuell doch bloß ein Mythos? Die mit ihren Schollen überall, ne? So, wir gucken uns hier mal. Das Drachenschwert ist halt schon recht mächtig am Anfang, muss man sagen. Deswegen, wie gesagt, ich benutze das ganz gerne am Anfang. Man kann an das Schwert auch noch wesentlich einfacher kommen. Also... was heißt einfacher? Sicherer. Hier haben wir den blauen Tränensteinring. Sicherer in dem Sinne, dass man sich gar nicht erst mit dem Drachen anlegen muss. Indem man von der Brücke unter dem Drachen kann man auf seinen Schwanz schießen. Und wenn man genug Schaden gemacht hat mit Pfeilen, kriegt man auch automatisch das Schwert. Ist ein bisschen blöd. Deswegen mache ich das lieber so, wie ich es gezeigt habe. Aber an sich ist es möglich. So, der blaue Tränensteinring verstärkt Verteidigung, wenn die Trefferpunkte gering sind. Dieser blaue Tränenstein aus Katharina verstärkt bei Gefahr die Verteidigung seines Trägers. Der seltene Tränenstein kann den drohenden Tod spüren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig, wie gut das wirklich funktioniert, weil... oder wie sinnvoll das hier in Dark Souls 1 ist, weil tatsächlich ist es ja... was bringt es mir, meine Verteidigung zu verstärken, wenn ich... wenn ich eh schon fast tot bin mit dem nächsten Schlag. Deswegen müssen wir mal gucken, ob sich das wirklich lohnt. So, und ihr erinnert euch noch an den Schlüssel, den Wachturm-Kellerschlüssel, den wir beim letzten Mal gefunden haben. Ja, der öffnet diesen Wachturm hier. Und da können wir jetzt auch nochmal ein bisschen reingucken. Und gucken, wer derjenige ist, der hier eingeschlossen worden ist. Schauen wir doch mal, ob wir da jemanden finden können. Hallo? Jemand zu Hause? Hoffentlich kann ich das... ja, da steht er nämlich. Okay, bei dem muss ich gucken, ob ich das hinkriege, ey. Der ist nämlich echt nicht ohne. Yes, Backstep. Und der hält eine ganze Menge aus. Ja, wer das ist, das sehen wir gleich noch. Glaube ich. Ja doch, das müssten wir gleich sehen. Der ist mit seinem Angriff relativ langsam zumindest. Das macht's relativ gut möglich... auszuweichen und zu backstabben. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, tatsächlich die zweihändig zu führen. Ich nehme es sicher als... ich glaube, das Schild bringt nichts. Wenn er mich trifft, bin ich, glaube ich, trotzdem tot. Weil das so viel Ausdauer zieht. Alter, wie er sich einfach fünfmal rumdreht. Wenn er einen so einen Schlag macht, wenn ich um ihn rumlaufe. Ach komm, das ist doch ein 1A Backstab. Hallo? Da, danke. Der hat sich gerade mit seinem Schild da irgendwo hingestellt und wollte irgendwie glauben, dass ihm das was bringt. Und zack, wieder ein Backstep. Ja, gegen ihn ist tatsächlich, weil der auch so viel durchhält, der Backstep am besten. Wenn man es hinkriegt, kann man seine Angriffe auch parryen. Das ist aber bedeutend schwieriger natürlich, weil es extrem gutes Timing braucht. Deswegen nicht zwingend zu empfehlen, muss ich ehrlich sagen. Die Variante ist deutlich einfacher. Ja, damit haben wir den getötet, der hier eingeschlossen wurde, wie uns der Schlüssel sagte. Und wir finden Havels Ring. Ja, getötet haben wir hier Havel. Und der hat einen richtig coolen Ring. Der hat nämlich einen Ring, der unsere maximale Ausrüstungslast erhöht. Dieser Ring wurde nach Havel dem Fels benannt, Fürst Gwyns altem Kampfgefährten. Havels Männer bezeugten mit diesem Ring ihr Vertrauen in den Anführer und konnten dank seiner Kräfte schwerere Lasten tragen. Warum er nun genau hier eingesperrt ist, ist mir... oder können, finden wir vielleicht noch raus. Das Ding ist, er ist ein alter Kampfgefährte von Gwyn, deswegen... war zumindest früher die Theorie stark, dass Gwyn ihn hier eingesperrt hat. Aber warum genau, finden wir vielleicht noch raus. So, wir legen den an. Und dadurch erhöht sich enorm unsere Ausrüstungslast. Und zwar von... ja, um 50%. Und das macht es enorm gut, weil jetzt können wir, glaube ich... Wenn ich das Bastardschwert ablege, haben wir nämlich wieder eine Fast Roll. Das ist einfach so gut.
Ich guck mal, ich nehme jetzt erstmal, wie gesagt, das Drachenschwert, aber wir gucken mal, ob wir später vielleicht noch was anderes nehmen. So, hier unten können wir auch noch raus. Und hier landen wir wieder im Finsterwurzwald, beziehungsweise genauer im Finsterwurzbecken. Ich will euch aber ein bisschen, sag ich mal, noch ein bisschen die Spannung bewahren. Das heißt, da werden wir uns erst später umsehen. Wir machen uns jetzt eher auf die Suche nach dieser verwaledeiten nächsten Glocke. Wobei, wisst ihr was, ich nehme mal jetzt gerade wieder das Bastardschwert. Einfach so, da müsst ihr auch Fast Roll haben, ja. Das ist schön, jetzt haben wir Fast Roll einfach durch Havels Ring. Der ist halt echt gut, weil der um 50% die Ausrüstungslast erhöht. Das heißt, ich skill jetzt quasi, solange ich den anhabe, einfach 1,5-fache Ausrüstungslast. Und wie gesagt, mit Fast Roll ist die ganze Sache deutlich angenehmer. So, ihr erinnert euch noch, hier haben wir gegen den Taurus-Dämonen 1 gekämpft. Ich ignoriere die Bogenschützen da oben jetzt einfach mal. Ich weiß, dass sie schießen, aber ganz ehrlich, who the fuck cares? Denn am Ende dieser, am Ende dieses Ganges kam ja, haben wir ja Solaire getroffen. Ich weiß gar nicht, steht der noch da? Können wir gleich mal gucken. Der hat uns ja inzwischen schon einmal ausgeholfen. Da sitzt der verdammte Drache, dem wir schon den Schwanz abgeschlagen haben. Und Solaire ist tatsächlich noch da. Hast du noch irgendwas zu erzählen, jetzt wo du uns einmal geholfen hast? Nee, okay. Gut, und ihr habt schon gesehen, als wir rauskamen, da war eine Tür. Und die Tür konnten wir damals natürlich nicht öffnen, aber mit dem Kellerschlüssel, den wir in der Nähe der Gargoyles gefunden haben, den haben wir genauer hinter diesem Tor gefunden, wo wir uns drumherum arbeiten mussten, falls ihr euch erinnert. Den konnten wir hier benutzen, um jetzt hier weiter runterzukommen und mal zu schauen, was wir hier so finden. Es geht auf jeden Fall tief hinab, wie man sieht. Sehr tief hinab. Mhm. Und hier geht's nach oben wieder. Nach oben ist sicher immer eine schöne Sache. Und wir finden ja, einen Shortcut wieder hierhin zu unserem altbekannten Bonfire, bei dem wir, ja, im Prinzip, oder von dem wir vorhin gestartet sind. Und ja, jetzt sind wir wieder hier. Und ich würde sagen, diesen Bereich da unten, den werden wir uns aber erst beim nächsten Mal ansehen, ein bisschen genauer ansehen und werden mal schauen, was wir da noch so alles finden können und ob wir da die nächste Glocke der Erweckung finden. Aber das erst in der nächsten Folge von Let's Play Dark Souls. Bis dahin, ciao.